Berufsbildung stärken, Perspektiven schaffen. Das internationale Engagement der Bundesregierung. Deutschland im Jahr 2017. Stabiler Wohlstand, niedrige Arbeitslosigkeit, leistungsfähige Wirtschaft. Auch dank florierendem Export und weltweit guten Handelsbeziehungen. Deutschland, ein Global Player, dessen Wort in der Welt gehört wird. Der Erfolg hat viele Faktoren. Einer der wichtigsten, das deutsche System beruflicher Bildung. Denn ohne gut ausgebildete Fachkräfte in allen Branchen stünde Deutschland nicht so erfolgreich da. Weil Betriebe, Schulen und der Staat gemeinschaftlich soziale Verantwortung übernehmen, werden junge Menschen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gut ausgebildet. Nimmt die Konjunktur wieder Fahrt auf, stehen ausreichend Fachkräfte zur Verfügung. Das Modell stößt weltweit auf wachsendes Interesse. Denn qualifizierte Berufsausbildung erhöht die Beschäftigungsfähigkeit von Jugendlichen deutlich. Besonders die duale Ausbildung gilt als Vorbild und macht Deutschland zum begehrten Partner und Ratgeber weltweit, wenn es darum geht, sie an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten anzupassen und einzuführen. Die USA fördern Elemente der dualen Ausbildung mit 300 Millionen Dollar und werden dabei durch die German Skills Initiative der deutschen Botschaft in Washington unterstützt. Mexiko bietet duale Berufsausbildung bereits in der Hälfte seiner Bundesstaaten an und Russland plant ein duales System, das auch E-Learning integriert. Deutschland als weltweit größter Anbieter und Förderer dualer Berufsausbildung unterstützt viele solcher Projekte in Partnerländern. Davon profitieren beide Seiten. Die Bundesregierung arbeitet mit zahlreichen Partnerländern in der Berufsbildung zusammen, um Perspektiven für Menschen und Unternehmen vor Ort zu entwickeln. Wo bessere berufliche Bildung die Chance auf Beschäftigung, attraktive Einkommen, soziale Sicherheit und Wohlstand erhöht, wirkt sie als gesellschaftlicher Stabilitätsanker. Damit sinkt für viele Menschen der Anreiz, ihre Heimat zu verlassen, auszuwandern und ihr Glück in anderen Teilen der Welt zu suchen. Der Effekt ist nachhaltig. Wer einen Beruf gelernt hat, sich weiterbildet, die eigene Zukunft selbst in die Hand nimmt und damit Erfolg hat, ist nicht nur selbst hochmotiviert, er motiviert auch andere. Auch Deutschlands Unternehmen profitieren von guter Berufsbildung im Ausland. Einerseits als Arbeitgeber an ausländischen Produktionsstandorten, andererseits als Exporteure von komplexen Hightech-Produkten in alle Welt. Schon in den 1950er Jahren haben deutsche Organisationen und Unternehmen damit begonnen, Berufsausbildung nach deutschem Vorbild im Ausland populär zu machen. Aus wenigen Pionieren ist bis heute ein umfangreiches Netzwerk mit vielen Akteuren erwachsen. Ministerien, durchführende Organisationen, Industrie- und Handelskammern, Auslandshandelskammern, Gewerkschaften sowie viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen. Sie alle engagieren sich international gemeinsam für die Berufsbildung. Um die Initiativen noch effizienter zu bündeln, verabschiedete die Bundesregierung 2013 eine neue Strategie zur internationalen Berufsbildungszusammenarbeit. Am runden Tisch für internationale Berufsbildungszusammenarbeit stimmen sich die deutschen Akteure regelmäßig ab. GoVET, die Zentralstelle der Bundesregierung im Bundesinstitut für Berufsbildung, bündelt alle Kompetenzen und Erfahrungen, ist zentraler Ansprechpartner und Anlaufstelle für Partner im In- und Ausland. Gemeinsam schreiben sie eine echte Erfolgsgeschichte. Bilaterale runde Tische an den deutschen Auslandsvertretungen gibt es bereits in 21 Ländern. Und es werden laufend mehr. Mit über 100 Ländern besteht inzwischen eine Zusammenarbeit in der Berufsbildung. Grundlage jeder Kooperation sind folgende Prinzipien. Erstens, Betriebe, Sozialpartner, Schulen, Kammern und der Staat arbeiten zusammen. Zweitens, eine gute Berufsausbildung findet auch am Arbeitsplatz statt. Drittens, landesweite Standards sichern die Qualität. Viertens, Ausbildung braucht qualifiziertes Berufsbildungspersonal. Und fünftens, Berufsbildungs- und Arbeitsmarktforschung sowie Beratung sind Grundlage für die bedarfsgerechte Anpassung von Berufsbildern und für die individuelle Ausbildungs- und Berufswahl. Erfolgsbeispiele der Kooperation finden sich auf der ganzen Welt, zum Beispiel in der Slowakei. Hier unterstützt die Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projekts VETNET Mittelständler bei der Etablierung einer tragfähigen dualen Berufsausbildung. Ich denke, es gibt keine Branche, kein Unternehmen im Land, das nicht das Problem
Fachausbildung hat. Und es ist jetzt eben sehr wichtig, dass wir es dann auch schaffen, anhand dieser Pilotunternehmen und Pilotprojekte, die es in verschiedenen Städten in der Slowakei gibt, dass wir das ausbreiten landesweit, dass auch mehrere Berufsschulen bereit sind, diesen Weg zu gehen. Es ist sicherlich ein Weg, der mit Aufwänden verbunden ist. Man muss die Lehrer neu schulen, man muss die Schulleiter dazu bekommen. Aber ich denke, wir haben jetzt im Land schon viele positive Beispiele, um wirklich Marketing zu betreiben. Mein Name ist Miroslav Pischoja und ich besuche die Berufsschule für Mechatronik in Nové Mesto nad Váhom. Duale Ausbildung ist besser als nur Ausbildung in der Schule, da sich dort alle Schüler drängen und nur ältere Geräte und Maschinen zur Verfügung stehen. Hier bei Manz haben wir wesentlich mehr Platz und können gleich alles unmittelbar in der Produktion ausprobieren. Davon profitieren beispielsweise auch traditionelle Branchen wie die Schuhherstellung, die von ihren angestammten Standorten schon fast vollständig abgewandert waren. Für die Schuhindustrie ist es wichtig, zwei Welten zu verbinden. Die Welt der Industrie und die des Handwerks. Die Schusterei hat in der Slowakei eine lange Tradition, aber als Ausbildung ist sie vor 20 Jahren verschwunden. Eco-Slowakia hat sich gerade deshalb entschieden, zusammen mit der deutsch-slowakischen Industrie- und Handelskammer in das System der dualen Ausbildung einzusteigen, um diese Tradition aufzugreifen und in die Zukunft zu tragen. Zum Beispiel Mexiko. Seit 2013 führt das Land mit deutscher Unterstützung bundesweit ein mexikanisches Modell der dualen Berufsbildung ein. Das Ziel ist, mehr dringend benötigte Fachkräfte für die hochindustrialisierte und dienstleistungsorientierte mexikanische Wirtschaft auszubilden. Aktuell werden 15 Ausbildungsberufe allesamt für begehrte Branchen angeboten. Zum Beispiel in der Automobilindustrie, Informatik und Hotellerie. In der Schule lernen wir die Theorie und im Unternehmen die Praxis, sodass wir uns in beiden Bereichen entwickeln. Die Synergie, die wir mit den Auszubildenden, den Institutionen und den Unternehmen geschaffen haben, hat gute Ergebnisse gebracht. Wir haben Leute ausgebildet, die wir danach wirklich brauchen konnten. Mit dem mexikanischen Modell der dualen Berufsausbildung können wir eine systematische Methodik für das ganze Land schaffen. Wenn wir diese Herausforderung meistern, dann werden wir die fast 1,4 Millionen Techniker ausbilden, die das Land braucht. Zum Beispiel Namibia und Ruanda. Wie fast überall treten auch hier Jugendarbeitslosigkeit und Fachkräftemangel gemeinsam auf. Mit deutscher Unterstützung erlernen junge Menschen den Beruf Koch oder Landwirt. Damit eröffnen sich ihnen bessere Lebensperspektiven. Weil aber die Bekämpfung von Armut nur dann funktioniert, wenn alle jungen Menschen Zugang zu qualifizierter Arbeit finden, werden beispielsweise in Ruanda auch ganz gezielt Frauen gefördert. Zum Beispiel Sri Lanka. Hier trägt Berufsausbildung nach deutschem Vorbild und mit deutscher Unterstützung nach einem Bürgerkrieg zum Nation Building bei. Das Sri Lanka German Training Institute wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Dort absolvieren junge Menschen mit modernen Lehrmaterialien hochwertige Ausbildungsprogramme, um ihr Land wieder aufzubauen. Bauwesen, Mechanik, Elektroinstallation oder Hotellerie versprechen die Qualifikationen, die der Wiederaufbau am dringendsten braucht. Offensichtlich ist, Reformen in der Berufsbildung erfordern Zeit, Ausdauer und Tatkraft. Nur so können alle Beteiligten, vom einzelnen Jugendlichen bis zu einer ganzen Regierung, mitgenommen werden auf den Erfolgsweg. Die Beharrlichkeit lohnt. Vom Einsatz für eine stabilere Weltgemeinschaft durch bessere berufliche Bildung profitiert nicht zuletzt Deutschland selbst. Ein hervorragendes Image, verlässliche Exportmärkte und damit Arbeitsplätze in Deutschland sind Grundlage für unseren Wohlstand. Berufliche Bildung für bessere Perspektiven weltweit mit Deutschland.